Wie viel frisst er? 15 Liter. Auf 300. Groß, Martin. Grüß dich. Kannst du uns Öl verkaufen? Sorry? I need oil, 20 Liter. Oh, then you have to buy some. But you can't buy any oil in these villages. They have no oil. Right, why should I give you my oil? Okay, 10 Liter? Huh? I'm sorry. You should try it next gas station about 20 miles. Oh, shit, leg me here, man. Hast was gegen Qualm? In jeder Form, hä? Ich hätte die Maschine nicht verkauft. Dann wärst du da unten stehen geblieben, oder was? Zerreiß sie nicht! Ist doch nicht deine! Ist aus. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und nun? Ende. Musst du die Rate weiterbezahlen, wenn der Wagen kaputt ist? Was glaubst du denn? Aber wenn es den Wagen gar nicht mehr gibt? Wie nicht mehr gibt. Versicherung zahlt nur bei Diebstahl, Brand, Totalschaden. Und die Bank will ihre Raten so oder so. Die Prämie bist du auch los. Komm, hör auf. Frag mich nicht dauernd Sachen, die du schon längst weißt. Hier, Vorspeise, Bohnensuppe, brutal. Komm, iss, ich koch nicht für die Geier. Ich weiß nicht, aber vielleicht... Fleischgang, gibt's Ravioli.
Ich habe mal einen Typ gekannt, der hat nicht geglaubt, dass da Fleisch drin ist. Und hat jede Ravioli aufgeschnitten und nachgesehen. Und zum Nachtisch? Einen Magenbitter. Auch den können wir auch zwischendrin nehmen. Ich hab sie nicht angesteckt. Ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr. Wie sieht ihr denn aus? Wo ist der Wagen? Alambaka. Wo? Ja. Holländer hat uns mitgenommen. Meine Zugmaschine ist abgebrannt. Ist abgebrannt? Ja. Die Zugmaschine? Und die Ladung? Die nicht. Auflieger haben wir abgehängt. Ach so, und dann ist die Zugmaschine erst abgebrannt. Verstehe. Hier ist alles okay, du kannst jetzt drauf fahren. Okay. Was ist mit denen los? Denen ist der Wagen abgebrannt, die. Die hatten einen Kabelbrand. Gibt's doch nicht. Das gibt's nicht? Und ob's das gibt? Das ist passiert auf dem langen Stück bei Kalambaka. Kennst du es? 6 Kilometer lang. Bergab. Da kriegst du den Wagen kaum zum Stehen. Da steig du mal aus und hol den Feuerlöscher raus. Naja, als er dann endlich stand, hat er auch schon gebrannt. Der ganze Wagen ist hin? Nee. Den Auflieger haben wir noch abgehängt. Wie hängst du den Auflieger ab? Wenn der Schlepper brennt. Gut, das ist ganz einfach. Den hängst du genauso ab, wie wenn er nicht brennt. Siehst du? Ich hab nur an die Ladung gedacht, weißt du? Ich sag doch, die schleppen wir jetzt rein mit deiner Maschine. Bin doch schon dabei. Ja, mich geht's ja nichts an. Hauptsache andere Leute glauben euch das. Seht nur zu, dass der Hänger bis 7 Uhr hier ist, sonst kommt er nicht mehr mit drauf. Naja. Bei so einem Kabelbrand hat man immer noch genug Zeit. Warum hast du den angesteckt? Ich hab den nicht angesteckt. Du, die Geschichte mit dem Kabelbrand war doch eine Erfindung von mir. Wie war's denn nun wirklich? Wer war's? Warum denn nun aber, in drei Teufelsnamen, hä? Weil ich kein Geld mehr hatte, die Maschine war sauer, Lichtmaschine, ach alles. Ich wollte mir helfen. Ich hab ihn nicht angesteckt. Hä? Denn wenn ich ihn angesteckt hab, zahlt seine Versicherung. Verstehe.
So zahlt sie aber jetzt. Du, sag mal, warum machst du das überhaupt für mich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch nur die Lichtmaschine ausgebaut. Willis und Meerstonk haben es geschafft. Die Fähre wird ihre Fracht nach Syrien bringen. Von dort können persische Zugmaschinen ihre Auflieger termingerecht nach Teheran fahren. Sie selbst müssen neue Fracht suchen, sich neuen Aufgaben stellen. Aber wenn es den Wagen gar nicht mehr gibt. Wie nicht mehr gibt. Versicherung zahlt nur bei Diebstahl, Brand, Totalschaden. Und die Bank will ihre Raten so oder so. Die Prämie bist du auch los. Komm, hör auf. Frag mich nicht dauernd Sachen, die du schon längst weißt. Hier, Vorspeise, Bohnensuppe, brutal. Komm, iss, ich koch nicht für die Geier. Ich weiß nicht, aber das vielleicht... Fleischgang gibt's Ravioli. Ich hab mal einen Typ gekannt, der hat nicht geglaubt, dass da Fleisch drin ist. Hat jede Ravioli aufgeschnitten und nachgesehen. Und zum Nachtisch? Einen Magenbitter. Auch den können wir auch zwischendrin nehmen. Ich hab sie nicht angesteckt. Brand, Totalschaden. Und die Bank will ihre Raten so oder so. Die Prämie bist du auch los. Komm, hör auf. Frag mich nicht dauernd Sachen, die du schon längst weißt. Hier, Vorspeise, Bohnensuppe, brutal. Komm, iss, ich koch nicht für die Geier. Ich weiß nicht, aber das vielleicht... Fleischgang gibt's Ravioli...
Ich habe mal einen Typ gekannt, der hat nicht geglaubt, dass da Fleisch drin ist. Und hat jede Ravioli aufgeschnitten und nachgesehen. Und zum Nachtisch? Einen Magenbitter. Auch den können wir auch zwischendrin nehmen. Ich hab sie nicht angesteckt. Ich habe sie nicht angesteckt. Ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr. Wie sieht ihr denn aus? Wo ist der Wagen? Alambatta. Wo? Ja. Holländer hat uns mitgenommen. Meine Zugmaschine ist abgebrannt. Ist abgebrannt? Ja. Die Zugmaschine. Und die Ladung? Die nicht. Auflieger haben wir abgehängt. Ach so, und dann ist die Zugmaschine erst abgebrannt. Verstehe. Hier ist alles okay, du kannst jetzt drauf fahren. Okay. Was ist mit denen los? Denen ist der Wagen abgebrannt, die. Die hatten einen Kabelbrand. Gibt's doch nicht. Das gibt's nicht? Und ob's das gibt? Das ist passiert auf dem langen Stück bei Kalambaka. Kennst du es? 6 Kilometer lang. Bergab. Da kriegst du den Wagen kaum zum Stehen. Da steig du mal aus und hol den Feuerlöscher raus. Na ja, als er dann endlich stand, hat er auch schon gebrannt. Der ganze Wagen ist hin? Nee. Der Auflieger haben wir noch abgehängt. Wie hängst du denn Auflieger ab? Wenn der Schlepper brennt.
Gut, das ist ganz einfach. Den hängst du genauso ab, wie wenn er nicht brennt. Siehst du? Ich hab nur an die Ladung gedacht. Ich sag doch, die schleppen wir jetzt rein mit deiner Maschine. Bin doch schon dabei.